Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Also wieder ein bekanntes Gesicht hier heute Morgen bei der virtuellen ungarischen Kaffeetasse. Ja, ich bin wieder da. 13.10. gleich 9.30 Uhr Zeit wird die virtuelle Kaffeetasse Ungarns. Und heute wieder, wie gesagt, der Klavunder selber hier vor Ort. Ja, vielen Dank an Nico, der mich hier in den letzten Tagen vertreten hat und meinen Platz hier eingenommen habe. Ich muss jetzt erstmal wieder alles hier sortieren, alles wieder so auf meine Maße bringen und ja, ich muss jetzt erstmal wieder lernen, wie geht eigentlich virtuelle Kaffeetasse, ne? Wenn man so lange raus ist, dann ist das ja nicht so ganz einfach. Ja, warten wir ein Momentchen hier, bis sich die Kanäle füllen, bis es 9.30 Uhr ist und wir offiziell anfangen können mit unserem Morgenmagazin hier aus Ungarn. Ich erhebe jetzt schon mal die Taste und sage, guten Morgen in die Welt aus Ungarn. Ja, ich bin auch wieder in Ungarn angekommen heute Nacht, bin deshalb noch ein bisschen müde und ja, hoffe, dass man das nicht ganz so viel merkt hier heute Morgen, aber mir fehlt ein bisschen der Schlaf, weil war eine lange Fahrt auch gestern und die hat einer oder andere vielleicht mitbekommen, auch nicht der so ganz einfache Moment, ja, von A nach B zu kommen. Da gibt es in Deutschland momentan Beherbergungsverbote, da gibt es viele Regeln und dass man alles so auf einem Schirm hat, ist im Moment gar nicht so einfach. Und da tappt man doch in die ein oder andere Falle. Und ja, die Sache ist halt die, dass man sich wirklich gut vorbereiten muss im Moment, wenn man wirklich von A nach B fährt. Ob es die Grenzüberschreitung, der Grenzübertritt oder halt dann auch wirklich solche Kleinigkeiten wie jetzt im Moment Beherbergungsverbot innerhalb von Deutschland. Also wenn du von einem Bundesland ins andere fährst, kann es sein, dass du da gar nicht in einem Hotel bleiben darfst, weil man dann aus einem Risikogebiet kommt und so weiter. Alles nicht so ganz einfach und ja, deshalb würde ich sagen, fangen wir einfach an und kümmern uns um die Sachen, die jetzt gerade in Ungarn so aktiv sind. Dafür sind wir ja alle hier an der wohl größten Kaffeetafel der Welt morgens hier. Und ja, wir beginnen auch hier mit einem kurzen Blick auf die Zahlen. Und da sieht es also heute folgendermaßen aus, Corona-mäßig in Ungarn. Wir sprechen heute von 39.862 Infektionen insgesamt. Und das heißt plus 1.025 mehr zu gestern. Leider ein neuer Negativrekord heute auch. Und zwar an Todesopfern, die wir jetzt derzeit 996 Todesopfer beklagen in Ungarn. Das sind heute plus 28 zu gestern. Ja, aktiv Infizierte 27.113 derzeit in Ungarn. Und die häusliche Quarantäne bleibt momentan auf dem Level von ca. 21.990 Menschen, die sich in häuslicher Quarantäne momentan befinden. Insgesamt wurden in Ungarn 841.220 Corona-Tests durchgeführt. Ja, machen wir einen kleinen Blick noch auf die aktuelle Situation in den Krankenhäusern. Dort werden derzeit 1.519 Menschen stationär behandelt und 160 Menschen stehen hier unter künstlicher Beatmung. Ja, das ist die Zahl, das sind die Zahlen heute Morgen von offizieller Stelle, die wir euch hier auch verkünden. Und ich habe es ja schon öfters gesagt, oft sagt einer, Mensch, warum kümmern wir uns überhaupt um die Zahlen? Die Zahlen bestimmen im Moment unser Leben, leider Gottes, und auch über gewisse Maßnahmen bestimmen diese Zahlen. Und deshalb ist es auch hier wichtig, den einen oder anderen Blick auf die aktuelle Situation zu werfen. So, jetzt gehen wir aber zu anderen Dingen noch, die sonst noch so in Ungarn medial heute ja besprochen bzw. diskutiert werden. Und es gibt ja auch noch andere Themen, ne? Also, ja, schauen wir uns mal um, was da so los ist. Und zwar in Kaposvár, da hat es ein neues Klärwerk eröffnet. Und zwar produzieren die jetzt Biogas da. 6,7 Milliarden Forint wurden investiert. Das Werk wurde dann in Betrieb genommen, jetzt in Kaposvár, und da wird, wie gesagt, jetzt Biogas produziert. Eine Ausstellung in Debrecen, derzeit medial interessant. Und zwar gibt es hier im Ethnographischen Museum derzeit eine neue Ausstellung, und zwar über kirchliche Kunst, also Kirchenutensilienausstellung in Debrecen, gestern eröffnet.
und auch mit Sicherheit dann eine Meldung wert. Ja, ein schwerer Verkehrsunfall, natürlich auch jeden Tag sprechen wir über diese schweren Unfälle und ich kann es teilweise einfach nicht verstehen, wie dann wirklich, also tagtäglich diese katastrophalen Unfälle, hier wieder ein schwerer Verkehrsunfall in Dombrat, ein PKW hat sich hier überschlagen durch die Leitplanke bis hin in einen kleinen Bach und ihr seht an den Deformationen des Fahrzeuges, der Fahrer musste hier von der Feuerwehr befreit werden, mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, auch hier wieder die Frage, wie dieser Unfall passiert ist. Polizei ermittelt noch, aber immer wieder auch der Appell an euch, Augen auf, Augen doppelt auf im Moment, weil die dunkle Jahreszeit beginnt jetzt und da wird es noch mal ein bisschen schwummrig auf den Straßen, gerade wenn es jetzt anfängt zu regnen, nasses Laub auf den Straßen, rutschig, also die Gefahr steigt eher im Moment in der dunklen Jahreszeit, also wirklich Augen auf, Fuß vorm Gas. Und passt bitte auf, weil ihr seht, jeden Morgen haben wir hier diese Schreckensmeldungen von diesen schweren Verkehrsunfällen in Ungarn. Ja, ich weiß, dass der Nico gestern schon drüber gesprochen hat, aber ich wollte auch noch mal ganz kurz einfach mal vor Augen führen, ein Galopprennen wie dieses am Heldenplatz, wirklich ohne Zuschauer, hier sehen wir das, wirklich ein ganz neues Bild. Das Event wurde ja dann im TV übertragen, aber trotzdem, ja, die Zuschauer fehlten definitiv, genauso wie die Geisterspiele im Moment im Fußball, das ist einfach nicht die Atmosphäre und das Flair, was wir eigentlich da gewohnt sind und deshalb hoffen wir, dass diese Veranstaltung das letzte Mal ohne Publikum stattgefunden hat, dass wir dann nächstes Jahr wieder entsprechend, ja, beiwohnen können bei einem solchen Event. So, was haben wir sonst noch hier? Ja, interessante Meldung. Heute Morgen fand ich auch, der ungarische Zoll hat jetzt von Mai bis Juni zahlreiche Kontrollen durchgeführt an Fahrzeugen. Circa 200.000 Fahrzeuge wurden kontrolliert und siehe da, man hat enorme Fälschungen von medizinischen Geräten, Masken und auch Medikamenten festgestellt und beschlagnahmt. Hier ist die Ausbeute enorm groß. Man weist auch hier nochmal darauf hin, dass man genau aufpassen soll, was man da kauft an Masken, Produkten oder wie auch immer, dass hier also sehr viele Fälschungen auch auf dem Weg sind. Und ja, ist halt ein großer Markt geworden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir letzte Woche bereits auch schon mal so eine neue Maske gekauft, weil man muss ja da wirklich jetzt sehen, dass das Ding entsprechend gut sitzt und dass man da auch ein bisschen mit klarkommt. Und da muss man schon gucken, was man da für ein Produkt hat, dass das auch letztendlich dann vernünftig ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber alle Brillenträger, ist so eine Katastrophe, oder? Mit der Maske. Also mir geht das so, teilweise habe ich sie dann hier drunter, damit das nicht beschlägt, aber ich fühle mich so wie, ich gehe auf Eiern quasi, so fühle ich mich dann. Und ich weiß nicht, wer hat einen Trick da mit Brille? Gibt es da schon irgendwie besondere Tricks? Also ich frümmel mir die Maske irgendwie immer so hier drunter, ja, und damit die Brille auf der Maske aufliegt, damit, ja, im Prinzip der Sauerstoff dann hier, der verbrauchte Sauerstoff hier nicht durchkommen kann und die Brille beschlagen kann. Aber vielleicht gibt es ja ein paar tolle Tipps für euch, für alle Brillenträger, glaube ich, ganz interessant. Wie tragt ihr die Maske, damit ihr auch noch sehen könnt? Also ich habe immer wieder Probleme damit. So, ja, Budapest heute Morgen auch nochmal in den Medien, kritisch in den Medien. Und zwar will der Oberbürgermeister eine neue Krisensteuer ja da einsetzen. Das würde aber Meinung anderer nach zu einer Abwanderung von Unternehmen führen. Hier hat man eine Bemessungsgrundlage von 5 Milliarden Forint angesetzt. Diese Unternehmen, die also diese Umsätze haben, sollen mit einer Krisensteuer belegt werden. Aber da gibt es noch mit Sicherheit viele Diskussionen. Da muss man natürlich auch sehen, dass es unterschiedlichste Branchen sind und natürlich auch die eine Branche mehr und die andere weniger von der Krise betroffen ist. Ich denke, da muss man auch letztendlich dann anders dran gehen, als statt dann eine komplette Krisensteuer entsprechend zu belegen, weil, wie gesagt, die Branchen ja total unterschiedlich von der Krise betroffen sind. So, ja, hier kommen die ersten Tipps mit Brille. Es muss ein Nachweis mitgeführt werden für Medisachen, für die Einfuhr, ganz genau. Aber viele haben diese Nachweise mit Sicherheit nicht. Also, was da so auf dem Markt ist, das ist ja dann entsprechend dann, wie gesagt, auch viele Fälschungen hat der Zoll ja jetzt letztendlich auch dann bestätigt. Ja,
Der Palinka in Ungarn, der Palinka-Kampf ist gewonnen gestern offiziell. Auch Viktor Orban hat das nochmal ganz klar verkündet. Ab dem 1. Januar 2021 ist es erlaubt, ohne Steuern den Palinka privat herzustellen. 86 Liter pro Person ist dann steuerfrei. Also da kann einiges gebrannt werden. Also alle Hobbybrenner, alle Freunde des Palinkas, die feiern jetzt erstmal, die setzen jetzt erstmal einen ordentlich an. Wie gesagt, die EU erlaubt das jetzt auch, also ist es durchgewunken, ab 2021 die private Herstellung von Palinka steuerfrei. Also die Brennmaschinen angefeuert, da geht jetzt was in Sachen Palinka. So, jetzt muss ich mal eben gerade meine Sachen hier sortieren, damit ich weiß, wo ich bin. Weil, wie gesagt, ich bin ja jetzt ein paar Tage raus. Ja, trink mal erstmal einen Schluck Kaffee drauf. Da muss ich mich erstmal wieder ein bisschen einfinden hier bei euch, damit ich hier auch dann entsprechend die Spur wieder habe. Ja, ich glaube, wir sind an der Zeit. Ich mache jetzt erstmal den Hund und dann erzähle ich euch gleich nochmal ein bisschen was zur Grenze und drumherum. Aber zwischendurch widmen wir uns jetzt einfach mal kurz einem Tier, einem Hund, und zwar ist das der Kesek. Kesek ist ein Mischlingsrüde. Ihr wisst ja, in jeder Sendung wollen wir versuchen, einem Hund ein bisschen ein neues Leben zu verschaffen, einen neuen Standort, eine neue Familie, wo er sich wohlfühlen kann. Der Kesek ist zum Beispiel in Totobania im Tierheim. Aus 2013 ist der Kesek und 2 Jahre bereits im Tierheim, war ein sehr ängstlicher Hund, wurde misshandelt und ohne Futter tagelang, wochenlang in einem Garten gehalten. Jetzt geht es ihm besser, jetzt versteht er sich auch super mit anderen Hunden, ja, und sucht jetzt wirklich ein schönes Zuhause. Von kettenlos.org kommt hier die Info, und den Kesek seht ihr dann heute im Laufe des Tages auch auf unserer Webseite. Und dann schaut ihn doch, guck mal, der guckt doch wirklich nett, oder? Ganz lieber, süßer. 2013, sein Geburtsjahr. Ja, geimpft, gechippt natürlich, alles, was das Herz begehrt. So, ja, kleine Info noch, hatte ich euch gesagt, und zwar Grenzsituation. Ich bin gestern ja selber nochmal, habe mir das nochmal selber angeguckt, bin selber durch, hin und her. Eigentlich muss ich sagen, gestern Abend war ich sehr positiv überrascht. Da waren lediglich so 2 bis 3 Minuten Wartezeit von Österreich kommend in Richtung Ungarn am großen Grenzübergang Hetja Shalom. Und ja, interessant war wirklich, ich bin mit einem ungarischen Fahrzeug herangefahren. Der Grenzbeamte hat mich angehalten, natürlich, Fenster runter. Ich habe meinen deutschen Pass gezeigt erstmal, ja, weil ich mich erstmal identifizieren wollte, hatte aber bereits meine Papiere wie Wohnsitzkarte, wie Papiere, geschäftliche Papiere etc. alles neben mir liegen. Und er hat meinen deutschen Pass genommen, hat angeguckt und hat ihn mir wiedergegeben und hat gesagt, gute Fahrt. Da habe ich mich natürlich gefragt, der wusste ja jetzt gar nicht, habe ich eine Wohnsitzkarte, bin ich geschäftlich unterwegs? Also ganz normal meinen deutschen Pass gezeigt, durchgewunken. Also wir sehen, wie unterschiedlich die Kontrollen hier wirklich sind. Es hängt wirklich ab von demjenigen, der da gerade steht, ob er Lust hat oder nicht Lust hat, ob viel los ist oder wenig los ist. Die Jungs standen da, haben zusammen ein bisschen gesmalltalkt und nebenbei, by the way, hier und da mal einen Pass in die Hand genommen. Also sehr locker gestern Abend. Und aber wie gesagt, ich will das nicht verallgemeinern. Es gibt solche und solche. Ich habe das beim letzten Mal, habe ich euch auch erzählt, da war es ganz anders, sehr streng die Kontrolle. Da wollten sie alle Papiere haben, alles ausgedruckt und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, gestern absolut by the way eben mal durch und sehr schnell und sehr unkompliziert. Ja, ich glaube, so hat jeder seine Grenzstories im Moment und jeder hat seine eigenen Erfahrungen gemacht. Wir können diese nicht verallgemeinern, das wäre sehr gefährlich. Will keinem das Signal geben, kommt, egal wie, kommt er durch. Wie gesagt, es kommt wirklich auf denjenigen drauf an, der da gerade steht an der Grenze. Ja, dann natürlich die Situation Beherbergungsverbot. Alle, die jetzt im Moment jetzt noch in Ungarn sind, zurück wollen, nach Hause, nach Deutschland, müssen wissen, dass es in Deutschland ja jetzt dieses Beherbergungsverbot in vielen Bundesländern gibt. Das heißt also, dass ich innerhalb von Deutschlands aus einem Risikogebiet nicht ohne einen Test zum Beispiel in ein Hotel einchecken kann, irgendwo in Bayern zum Beispiel. Ja. Das hatte ich also auch. Ich bin also auch durchgekommen durch Bayern und hatte tatsächlich 3 Anläufe,
drei Hotels, die mich nicht nehmen wollten. Und da, jetzt kommt der Trick. Ich wollte mich über Booking.com da einwählen. Hab natürlich, mache ich immer, ja, Booking.com. Und dann habe ich geguckt, habe ich mich da angemeldet. Und ein paar Minuten später kam ich schon die Rückmeldung. Tut uns leid, wir können Sie leider nicht beherbergen, weil Sie aus einem Risikogebiet kommen. Ha, habe ich gedacht, woher wissen die denn, woher ich komme? Klar, du bist doch über Booking.com registriert, da steht deine Adresse drin, die wird abgeglichen und schon war es vorbei. Ja, dann, was habe ich getan? Da habe ich eine Autobahn angehalten, wunderschönes Motel und da war ein Buchungsautomat. Ja, also im Prinzip gar kein Check-in mehr in dem Form, sondern wirklich Maschine. Da bin ich dran gegangen an die Maschine, habe meinen Namen eingegeben, habe meine Adresse eingegeben und dieser Automat hat nicht mit mir diskutiert und hat gesagt, herzlich willkommen, Herr Klawunder. Wir freuen uns, dass wir Sie hier aufnehmen dürfen. Also, ich habe mein Bett bekommen und auch hier sehen wir Digitalisierung hin oder her. Diese ganzen Regeln, auch digitalisiert sind diese noch nicht. Also wir sehen hier große Unsicherheit bei den Hoteliers. Klar, die wollen nichts falsch machen. Die bekommen schnell einen Fax, schnell eine Info, ja, welche Gebiete Risikogebiet sind. Und das wechselt ja momentan in Deutschland stündlich. Ja, jede Stunde kommt eine neue Stadt dazu. Ja, wie soll ein Hotelier hier noch überblicken können? Geht nicht. Katastrophe. Derzeit sind Herbstferien. Ja, wie sieht es bei euch aus? Herbstferien, normalerweise volle Straßen, volle Autobahnstaus. Ich bin gestern wirklich ohne einen Stau von Nordrhein-Westfalen bis nach Ungarn gekommen. Ja, so gut bin ich fast noch nie. Immer beim ersten Lockdown bin ich auch mal so durchgekommen. Ja, also auch da habe ich gesehen, es ist nicht viel los auf den Straßen. Es war wirklich gestern hervorragendes Fahren in dem Sinne. Und ja, das müssen wir alles wissen. Wenn wir im Moment wirklich uns bewegen, ja, müssen wir diese Kleinigkeiten alle wirklich mit einbeziehen. Und ja, glaubt es mir, es ist im Moment wirklich nicht einfach und es nervt auch schon. Und vor allen Dingen, jetzt will ich mal was ganz klar fragen. Ja, gestern, vorgestern immer wieder die Diskussion, Bordelle wurden aufgemacht wieder. Der Bordellbesuch geht jetzt wieder, aber der Hotelbesuch geht nicht. Und da muss man mir das mal einer erklären, ja, was der Unterschied zwischen einem Bordellbesuch und einem Hotelbesuch, wenn ich da übernachten will, verstehe ich nicht. Ja, verstehen wahrscheinlich nur die Virologen, die diese Empfehlungen geben. Ich verstehe das letztendlich wirklich nicht. Und da muss man auch die Hoteliers verstehen, die mittlerweile wirklich ja am Boden zerstört sind. Jetzt diese Sache noch, dass alles, wirklich aber auch alles, jede Hoffnung kaputt gemacht wird. Jetzt auch noch die Herbstferien. Und muss man ganz klar sagen, die Informationen, die da weitergegeben werden und die Warnungen, Unsicherheit gibt das, es gibt täglich, stündlich neue Informationen und blickt bald keiner mehr durch. Das haben ja auch die Politiker mittlerweile erkannt und jetzt wird ja morgen wieder neu diskutiert, was man da machen kann. Also alle für die, wie gesagt, die jetzt auch vielleicht von Deutschland noch nach Ungarn unterwegs sind oder andersrum, es gibt ja welche, die können nach Ungarn einreisen mit dieser Wohnkarte. Passt auf, wenn ihr zwischendurch einen Stopp einlegen wollt, klärt das ab. Ihr müsst teilweise einen Test haben, der nicht älter ist, auch hier als 48 Stunden, dann dürft ihr rein. Und paradox ist ja auch an der Sache, Geschäftsreisende und nicht touristisch Reisende, die dürfen ja da übernachten, ja? Aber die Touristen, die also im Prinzip in touristischer Form unterwegs sind, nicht. Okay, kann man denken darüber, was man will, aber ja, wir müssen ganz ehrlich sagen, es gibt hier und da zu denken und da kann ich Menschen auch ab und zu, ja, ich sag mal nicht verstehen, aber zumindest nachempfinden, dass sie mal hier und da ein bisschen austicken und sagen, verdammt nochmal, mir reicht die ganze Situation jetzt und das wird vermehrt, das wird mehr. Haben wir zum Beispiel bei einem guten Freund, ja, Michael Wendler, ja, der hat es ja dann vorgemacht, wie sowas dann gehen kann. Der ist völlig durchgetickt, hat dann gesagt, was er gesagt hat, wisst ihr alle selber, will ich jetzt hier nicht wiederholen. Aber es gibt wirklich jetzt mittlerweile auch sogar Prominente, die einfach sagen, wir machen das nicht mehr mit, wir wollen da nicht mehr. Das kann doch alles nicht wahr sein. Jo, so ist das. Also, Augen auf im Moment bei Fahrten von A nach B, bei kleinen Reisen, ob es jetzt geschäftlich ist oder auch privat, dass ihr zu eurem Haus wollt oder wieder zurück, passt da im Moment auf. Da ist echt im Moment einiges im Argen. Ja, wir haben auch zum Beispiel sehr berechtigte Frage auch jetzt hier in Bezug auf Ungarn. Wir haben in Ungarn ja auch jetzt mehrere Risikogebiete. Wir haben ja eine schöne Karte erstellt und die könnt ihr ja dann auch sehen, wo Risikogebiete in Ungarn eingestuft sind. Wir müssen aber ganz klar wissen,
Diese Risikogebiete sind ja von Deutschland aus benannt worden, also vom Robert-Koch-Institut, die Empfehlung gegeben haben, passt auf hier, das sind Risikogebiete, hier sprechen wir eine Reisewarnung aus. Das hat ja nicht Ungarn ausgesprochen. Ja? Diese Reisewarnung kommt von Deutschland. Und da kamen ganz viele Fragen. Jetzt kamen ganz viele Fragen, genau, die gesagt haben, dürfen wir denn, wenn wir in Budapest waren, auch innerhalb von Ungarns nicht mehr weiterreisen oder müssen in Quarantäne? Nein, das könnt ihr könnt von Budapest nach Győr, ihr könnt von Győr nach an den Balaton. Also hier gibt es keine Begrenzungen, weil diese Gebiete ja, wie gesagt, durch Deutschland eingestuft worden sind. Lediglich, wenn ihr dann nach Deutschland fahrt, ja, dann habt ihr natürlich dann die Verpflichtung, das anzugeben, dass ihr aus einem Risikogebiet kommt. So, der Wendler bekommt zu viel Aufmerksamkeit, sagt die Claudia Dinkel. Ja, das ist so. Es ist aber doch ein Phänomen, oder? Da stellt sich einer hin und labert so einen Unsinn und ja, die Welt spricht über ihn. Ne? Was er erreicht hat, ist, dass die Welt über ihn spricht. Hat er mal wieder erreicht und sein Manager, ich kenne ihn auch gut, Markus Krampe, sagt auch ganz klar, er hat sich total verändert und da ist irgendwas im Gange. Können jetzt böse Zungen sagen, naja, vielleicht ist das Ganze auch eine PR-Nummer, ja, weil PR hat er dadurch mit Sicherheit bekommen. Ob die gut ist oder schlecht, das wissen wir alle. Auch Bad News sind manchmal Good News. Auch schlechte PR ist manchmal gut für die Medienquote. Und ich glaube, da werden wir noch einiges in den nächsten Tagen und Wochen hören. Ja, in Sachen Verschwörungstheorien sowieso. Und da hat der Herr Wendler halt, wie gesagt, mal so ein bisschen die Luft angehoben in diese Richtung. Das muss man nun mal ganz klar sagen. Ja. Ich, wie gesagt, ich bin jetzt nicht dahinter, um Gottes Willen, ja, aber ich verfolge das natürlich auch sehr interessiert, weil ich Herrn Wendler auch sehr gut kenne und auch seinen Manager. Und mich interessiert es schon, wie er da jetzt diese Nummer weiterfährt und was daraus letztendlich wird. So, aber wir sind ja noch, wir sind fast schon am Ende und ich habe noch gar keinen touristischen Tipp gegeben. Ne? Wollen wir natürlich auch, wollen wir nicht vergessen, auch in diesen schweren Zeiten müssen wir an was Schönes denken. Und ja, an was Schönes ist natürlich dann auch immer, ich weiß nicht, der eine oder andere hat mir schon geschrieben, Mensch, wir brauchen unbedingt was zu essen. Ja? Mach doch nochmal Newton kulinarischen Tipp und dem bin ich nachgekommen. Ich nehme euch jetzt mit nach Budapest und zwar gibt es dort ein Restaurant Mazel Tov in Budapest. Das ist hier so ein bisschen ja Ruinenbar-mäßig, Ruinenbar-Konzept. Mazel Tov, cooles Ding, wirklich absolut abgefahren. Schaut euch das mal an hier. Wer also hier mal wirklich diesen Ruinenstil liebt und mag, ja, hier habt ihr so wie so eine Art Innenhof hier, wunderschön gemacht. Und natürlich auch das Wichtigste, was auf dem Teller ist, das ist hier auf jeden Fall sehr zünftig. Ja, schauen wir uns das auch mal an. Ja, hier richtig, da mit ordentlich Bratwurst und diese Dinge, Sandwiches. Aber es gibt auch nordafrikanisches Style dort, nordafrikanische Menüs. Es gibt gute ungarische Weine, günstige Drinks, günstige Preise und in einem absolut abgefahrenen Konzept, Ruinenbar-Konzept in der Akazva Utza 47. Und ich denke mal, diesen Tipp gebe ich euch gleich auf unserer Webseite mit dem richtigen Link dorthin und der Adresse. Und wer Lust hat, so eine Ruinenbar mal wirklich auszuerkunden und auch kulinarisch keine Enttäuschung haben möchte, ist dieser Tipp mit Sicherheit gar nicht verkehrt. Mazel Tov in Budapest, ein Ruinenbar-Restaurant-Style-Konzept. Und ja, ab 12 Uhr mittags geöffnet. Kann man also schon auch gut Mittag essen. Von dieser Seite ein kulinarischer Tipp für Budapest. Und wie gesagt, alle, die noch hier sind, unterstützt ein bisschen die Hauptstadt da, denn die sind mit am gebeutelsten im Moment, die Restaurants und die Hotels, und die können es echt gebrauchen im Moment, dass da ein bisschen was Umsatz kommt. Also, so, ja, und dann gehen wir noch mal ein bisschen in den Osten. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch, weil ich gemerkt habe, jetzt so ein bisschen, ja, das Wetter wird schlechter, aber trotzdem, so schöne Herbstspaziergänge sind doch auch schön. Und da muss ich nicht ganz weit weg, wer in Debrecen zum Beispiel jetzt ist, den möchte ich einfach nochmal einfach den Stadtpark ans Herz legen. Ja, schaut euch das mal an hier, das ist doch wirklich eine schöne Maßnahme, denn der Stadtpark zwischen der Uni und dem Stadion, der wird manchmal so ein bisschen vernachlässigt, so ein bisschen vergessen, der Nödjadej Park. Und hier gibt es wunderschöne Teichanlagen, da kann man echt total schön spazieren gehen. Mit den neu angelegten Wegen, alles sehr, sehr neu gemacht. Hier seht ihr das, ganz toll gepflegt. So ein bisschen die grüne Lunge von Debrecen.
Und ich finde, man hat hier, man vergisst das oftmals, wenn man in der Stadt ist, in der Pusta-Hauptstadt, dass es diesen wunderschönen Park gibt. Und wie gesagt, ihr kommt da am besten hin, wenn ihr Richtung Stadion fahrt, gibt es wunderschöne Parkplätze auch und dann echt einfach mal ausspannen, wunderschön herbstlicher Spaziergang in diesem Park, in diesem Stadtpark von Debrecen, mit Sicherheit ein Tipp jetzt auch für den Herbst. Ja, und wenn es mal regnet, dann nimmt er halt einen Regenschirm mit. Wir sind doch nicht aus Zucker, oder? Apropos Zucker, ich könnte noch einen Schluck Kaffee vertragen, obwohl ich trinke meinen immer ohne Zucker. Viel Milch ohne Zucker, oftmals ist er kalt, aber vom Ludwig haben wir ja hier so einen Tassenwärmer bekommen. Ja, da wird der Kaffee auch nicht kalt, dann bleibt der warm. Ja, ich glaube, wir sind jetzt so langsam durch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, auch dass ich jetzt wieder hier sitze. Jetzt vertrete ich mal den Nico und ich hoffe, ich habe nicht zu viel verlernt, wie Kaffeetasse geht. Ja? Und plaudern können wir, glaube ich, immer. Ja? Ob positiv oder negativ. Ich hoffe, wir sind jetzt noch hier up to date mit unseren Informationen, auch wenn nicht viele Leute nach Ungarn kommen können. Aber es sind noch ein paar Leute da. Und für alle, die nicht da sind, ja, denen wollen wir Ungarn ein bisschen noch in Erinnerung lassen, bleiben, halten. Ja, wir gucken natürlich auch so ein bisschen jetzt in Richtung nächste Saison. Okay, Herbstsaison, kann man sagen, ist auch vergeigt touristisch. Ja, das ist nun mal so. Aber wir gucken jetzt mal so ein bisschen in Richtung Weihnachten, weil das Weihnachtsgeschäft war ja auch immer, gerade für Budapest, noch mal ganz, ganz wichtig. Und deshalb müssen wir da auch mal so einen kleinen Blick drauf werfen. Im Moment wird ja auch diskutiert, welcher Weihnachtsmarkt überhaupt stattfinden kann und darf. Also auch hier bereits jetzt schon so ein bisschen, ja, dunkle Schatten über die Eventplanung in Sachen Weihnachtsmarkt. Wörös-Marti-Platz zum Beispiel, der große, schöne Weihnachtsmarkt, der ja gerade bei den Touristen sehr interessant war. Und da muss man ganz klar sagen, okay, ohne Touristen macht dieser Weihnachtsmarkt auch keinen Sinn, weil das wirklich ein rein touristischer Markt war. Und die Ungarn selber eher weniger auf diesem Markt zu Hause sind, beziehungsweise dort ja wirtschaftlich interessant sind für die Verkäufer, denn der Markt hier doch sehr, sehr teuer und sehr kostenintensiv ist. Da gibt es dann andere Märkte, wo die Ungarn lieber hingehen. Aber wie gesagt, ein Weihnachtsmarkt wie der Markt auf dem Wörös-Marti-Platz, die stehen auf der Kippe und das ist natürlich dramatisch auch wiederum weiterer Kickdown für Budapest. Und da müssen wir halt mal ein bisschen darauf achten, welche Märkte jetzt schon, wer jetzt schon plant, so ein bisschen trotzdem dorthin zu gehen, trotzdem hinzufahren, trotz Reisewarnung. Auch im Land ein bisschen zu unterwegs zu sein. Bin mal gespannt, welche Weihnachtsmärkte da überhaupt stattfinden können und wie die ganze Situation sich weiterentwickelt. Wir halten auf jeden Fall einen Blick drauf, informieren euch jetzt auch täglich wieder über wirklich Kleinigkeiten, die entscheidend sein können für den einen oder anderen Trip, den ihr auch innerhalb von Ungarn macht. Und ja, weiterhin sage ich, Kopf hoch, lasst den Kopf nicht hängen. Ich habe in den letzten Tagen einen schönen Song auch von Frank Zander gehört. Kopf oben heißt der. Hört euch den mal an. Der ist wirklich, ja, ein bisschen, muss man ein bisschen schmunzeln, aber macht auch ein bisschen Mut, um zu sagen, hey Leute, das schaffen wir. Kopf hoch, nicht hängen lassen, den Kopf geht weiter. Und es gibt immer wieder Situationen und Dinge, die auch in der Krise jetzt wieder hochhelfen. Und wir sind einer davon. Also morgens früh immer die Kaffeetasse anschalten. Wir versuchen euch da ein bisschen auf dem Stand der Dinge zu halten und wir versuchen euch Ungarn ein bisschen in Erinnerung zu halten mit schönen Dingen. Und ich werde heute schon wieder recherchieren, was wir morgen in der Kaffeetasse an schönen touristischen Tipps euch bringen. Schöne warme Bilder, ja, in der kalten Jahreszeit, helle Bilder, fröhliche Bilder. In diesem Sinne, macht es gut, auch wenn es heute nicht ganz so schön ist, das Wetter, herbstlich ist es. Und ich kann euch sagen, haben mir schon viele Leute gesagt, jetzt zeig doch mal endlich dein Kürbissuppenrezept. Kommt morgen in der Sendung. Ich brauche ein bisschen Zeit dafür, das aufzubereiten. Morgen ein Klavunder Kürbissuppenrezept. Und ich kann euch sagen, einige haben es schon probiert und haben gesagt, hervorragend. Das morgen in meiner Morgensendung hier, die virtuelle Kaffeetasse Ungarns. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Wir sehen uns morgen wieder pünktlich 9:30 Uhr. In diesem Sinne. Ciao, goodbye.